Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor gut einem Monat, am 13. Dezember, haben uns die Kürzungspläne des Trios Scholz, Habeck, Lindner erreicht. In der Regierungsbefragung hat der Minister uns erklärt, er wusste von nichts. Er kann auch nicht mehr dazu sagen. Da muss man sich doch mal die Frage stellen, was ist eigentlich in dieser Bundesregierung los? Wie kann es sein, dass der Minister nicht gefragt, nicht informiert wird bei so weitreichenden Kürzungsplänen? Welchen Einfluss hat dieser Minister in seiner Partei, in seiner Fraktion, in dieser Bundesregierung? Was ist los in dieser Ampel-Bundesregierung? Und nun hat uns der Minister in vielen Interviews erklärt, weshalb wir zurzeit den massiven Protest der Landwirtschaft erleben. Bei der Entscheidung, Agrardiesel- und Kfz-Steuerbefreiung zu streichen, sei gegen das ansonsten bei ihm stets eingehaltene Prinzip verstoßen worden, erst mit den Menschen reden und dann entscheiden. In der Tat, hier haben Sie nicht mit den Menschen geredet, sondern über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden. Aber ich wage auch zu bezweifeln, ob das ansonsten ein Markenzeichen grüner Politik sein kann. Ganz im Gegenteil. Denn die Hausfreundschaft, die vielbeschworene Hausfreundschaft zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium ist Fluch statt Segen für unsere Landwirtschaft. Und die aktuellen Streichungen sind in der Tat der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und, lieber Herr Minister Özdemir, das Manöver, die Verantwortung einfach auf andere, insbesondere auf die Vergangenheit zu schieben, ist billig und durchschaubar. Wer als Minister seit 2 Jahren Verantwortung trägt, der wird damit nicht durchkommen. Die bisherige Amtszeit von Cem Özdemir sind 2 verlorene Jahre für die Landwirtschaft. Und nun haben einige von Ihnen ja die Kommissionen gelobt aus der vergangenen Legislaturperiode. In der Tat, da wurde gute Arbeit geleistet. Aber was ist denn die Realität? Ein Kommissionsmitglied nach dem anderen hat entnervt aufgegeben. Die Borchert-Kommission hat im August letzten Jahres ihre Arbeit eingestellt, weil sie gesagt haben, es geht ja nichts voran in dieser Ampelkoalition. Das ist doch die Realität, die wir erleben bei diesen Experten, die sich so verdienstvoll eingebracht haben. Herr Bilger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Gerne. Sie haben das Wort. Herr Kollege Bilger, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade die Borchert-Kommission angesprochen. Und ich möchte Sie fragen, ob Ihnen bewusst ist, dass die Borchert-Kommission vor anderthalb Jahre vor Ende der letzten Legislaturperiode ihre Ergebnisse vorgestellt hat und dass es die damalige Landwirtschaftsministerin Klöckner nicht geschafft hat, nicht in der Lage gewesen ist oder aus anderen Gründen diesen Abschlussbericht beiseite zu legen, ohne auch nur irgendetwas davon umzusetzen. Können Sie mir erklären, warum man sich damals nicht entschlossen hat, das umzusetzen, was damals von der eigenen Kommission vorgeschlagen wurde? Also, lieber Herr Kollege Hocker, mitunter sitzen wir ja im gleichen Boot. Sie haben jetzt auch einen Koalitionspartner, SPD. Also können Sie eigentlich nachvollziehen, was da so die Schwierigkeiten sind. Aber jetzt reden wir mal über die Gegenwart und über das, was von Ihnen zu hören war zur Tierwohlabgabe. Minister Özdemir schlägt einen Bauernsolli vor. Vor ein paar Wochen haben Sie noch gesagt, nehmen wir doch diese, und zwar wirklich völlig unzureichenden Mittel, die im Bundeshaushalt eingeplant sind, über mehrere Jahre, gerade mal 1 Milliarde Euro für den Stallumbau, nehmen wir das doch, um die Streichung beim Agrardiesel gegenzufinanzieren. Das war Ihr Vorschlag, Herr Hocker. Jetzt am Montag haben Sie gesagt, als der Minister mit dem Vorschlag Bauernsoli kam, ja, also da sind wir schon gesprächsbereit. Und dann haben Sie gleich ein paar Fallen aufgestellt, weil Sie nämlich gesagt haben, das muss aber auch so sein, das ist alles europarechtskonform, ist natürlich und es darf keine Benachteiligung darstellen und so weiter. Also ich bin mal gespannt. Sie haben jetzt in Ihrem Antrag 7 Fragen formuliert. Die Landwirte erwarten eigentlich Antworten. Und jetzt wollen Sie das irgendwann bis zum Sommer dann mal diskutieren. Also aus meiner Sicht eine Taktik, um Zeit zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, ob Sie irgendwas hinbekommen bei diesem Thema Tierwohlabgabe. Und dann, meine Damen und Herren, schauen wir uns doch mal schlagwortartig an, wie grüne Politik Landwirte entweder konkret belastet, nicht entlastet, unter Generalverdacht stellt oder abgrundtiefes Misstrauen gegenüber dem ganzen Berufsstand bekundet. Stichwort Pflanzenschutz. Die Grünen im Europaparlament, allen voran Frau Wiener, waren ja kaum zu stoppen, wenn es um generelle Verbote, Ausschlussgebiete ging. Es drohten faktische Berufsverbote, zum Beispiel im Weinbau. Ganze Weinbauanbaugebiete waren gefährdet. Gut, dass das Europäische Parlament jetzt mit knapper Mehrheit anders entschieden hat. Stichwort Agrardiesel. Ich muss auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Bei Ihnen
unter der Überschrift klimaschädliche Subventionen. Und das ist nicht fair. Es ist auch kein Kompromiss, Ihr fauler Kompromiss, Herr Özdemir, der fair und vertretbar wäre. Es ist nicht fair, was Sie mit den Landwirten machen. Aber die Grünen haben auf die Streichung schon lange hingearbeitet. Schon im Jahr 2015 haben Sie einen entsprechenden Antrag im Bundestag gestellt, Bundesvorsitzender damals Cem Özdemir. Und jetzt habe ich mir sagen lassen, dass ein grüner Staatssekretär gesagt hätte, naja, es sei ja vielleicht auch ein Beitrag zum Bürokratieabbau, wenn man die Rückvergütung beim Agrardiesel streicht. Also wenn Ihnen nicht mehr einfällt zum Thema Bürokratieabbau in der Landwirtschaft, dann ist wirklich Hohn, und das kann nicht Ihr Ernst sein, meine Damen und Herren, Hohn gegenüber unseren Landwirten. Alternativen zum Agrardiesel, gut und wichtig, Biokraftstoffe, wird von Ihnen bekämpft. Stichwort Bundeswaldgesetz. Was wir dazu aus dem Haus von Cem Özdemir lesen, ist ein Generalverdacht gegen den ganzen Berufsstand. Stichwort Wolf. Hier lassen Sie die Tierhalter, die Weidetierhalter im Stich. Neue Züchtungsmethoden werden von Ministerin Lemke, von den Grünen in Brüssel behindert. Keine Innovation in Europa, die Sie da zulassen wollen. Am Montag auf der Demonstration hat Minister Lindner viele schöne Worte gesprochen, aber er hat Themen benannt als sein Angebot an die Landwirtschaft, die mit den Grünen nicht gehen werden. Und diese Widersprüche in dieser Ampelkoalition, die merken die Menschen. Mit den Worten von Christian Lindner, Sie haben sich verrannt, kehren Sie um. Als nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Silvia Lehmann.